Was geht? Hier ist euer Sanchez. Willkommen auf meinem Kanal und somit zu einem neuen Video von mir. Heute bin ich nicht alleine, wie ihr sehen könnt. Ich bin heute mit meinem G. Ja, stell dich mal vor. What's happening? What's breaking? What's popping? I'm here. Also ich bin der Landesleiter. Ja, und bin gerade bei Besuch bei meinem Kollegen Dirty Sanchez. He's sipping on Dirty. Yes, what's up? And ja. Heute gucken wir uns zwei Outfits an. Ja, let's do it. Wie schon erwähnt, heute geht es um Outfits, beziehungsweise hat jeder von uns einen Outfit ausgesucht, den er vorstellen möchte, weil ich dann auch feiert. Unter anderem Young Lord, also ich werde halt Young Lord repräsentieren, was er anhat, und er jemand anderen. Und ich würde sagen, lass nicht heute lange rumschnacken und los geht's. Also beim ersten Outfit, beziehungsweise zu Young Lord Outfits, welches ich mir ausgesucht habe, ist er nicht alleine auf dem Bild, er ist mit Kanye West auf dem Bild, aber den blenden wir heute erstmal aus. Es geht dann um Young Lord, was er anhat. Ja, fangen wir an. Also Young Lord hat auf seinem Bild einen Money-Coat an, beziehungsweise einen schwarzen und einen selbstgelben Coat an, mit einem Gürtel, den man sich festmachen kann, um den Bauch. Ja, dieser Code ist kein normaler, kein außergewöhnlicher Code, kein normaler Code, sondern ein außergewöhnlicher Code, weil er, wie soll man das sagen, was eigentlich vorne sein sollte, ist hinten. Und was eigentlich hinten sein sollte, ist vorne, beziehungsweise spiegelverkehrt aneinander genäht. Und deswegen macht es diesen Code so außergewöhnlich und man kennt Mani nicht anders. Mani ist immer außergewöhnlich und voll verspielt und crazy. Deswegen tragen auch so viele Künstler die Marke. Und ja, ich finde Mani an sich auch ganz cool. Ist mal was ganz anderes. Nicht wie jeder andere High-Fashion-Brand. Immer große Prints und immer große Markenlogo halt, ne? Ja, dann kommen wir zur Hose. Die Hose ist von Endless Denim bzw. Fallon, Elone, wie man es auch nennen möchte. Es ist von Young Lord selber, A$AP Bari, die Marke. Die repräsentiert er gerne. Also, natürlich repräsentiert er, dass er eine eigene Marke ist. Also, jetzt geht das hier nicht mal. Auf irgendeinem Bild hat er immer Elone oder Fallon an. Ja, die Hose ist in Braun mit einer schwarzen Schrift, die hinten auf dem Bein platziert wurde. Ich denke mal, das ist gestickt. Ja, dann kommen wir mal zur Schuhe. Die Schuhe sind Cloud White von Yeezy 450er, die sind vor kurzem erschienen. Ich finde die Schuhe eigentlich relativ cool, aber die Farbe taugt mir nicht so. Also ich könnte da nicht so viele Outfits kombinieren. Deshalb feiere ich mir den schwarzen, aber der schwarze ist noch nicht draußen. Wenn er draußen ist, kopiere ich mit ihm auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir zum Hoodie, was er anhat. Das kann ich nicht erkennen, was das für ein Hoodie ist oder Kopfbedeckung ist. Deswegen lassen wir es auf jeden Fall erstmal außen vor. Und ja, soviel zum Outfit von Young Lord. Das war's mit dem ersten Outfit. Ich würde sagen, Herr Landes macht den zweiten mit seinem zweiten Outfit. Und ja, let's go. Es geht, Leute, I'm back. Auf jeden Fall, ich habe mich für einen Afro-Künstler entschieden, also für das Outfit von ihm, weil, keine Ahnung, ich fand, das ist einfach der Shit, was er macht. So, schießt du? So, der macht einfach diesen Outfit, macht einfach fertig. Schießt du? Auf jeden Fall, der sogenannte Künstler heißt Rima oder Rima. Ich weiß nicht ganz genau, wie ausgesprochen wird, aber Leute, hört seine Musik. Auf jeden Fall, auf dem Bild sieht man halt nicht das ganze Outfit, weil er es nicht so gemacht hat. Also, das Foto wurde nicht so gemacht. Er wollte, keine Ahnung, ob er das wollte, dass man nur die Hälfte davon sieht. Aber dann schon an der Hälfte sieht man schon, okay, he got swag, verstehst du so. er hat den Drip auf jeden Fall da. Dazu trägt er ein ganz normales weißes T-Shirt. Keine Ahnung, kann sein H&M, I don't know. Einfach basic Shirt. Basic, normal T-Shirt. dazu, zu einem T-Shirt trägt er noch eine weiße Beanie. Die ist vom Prada. Zu dem Beanie und T-Shirt trägt dann noch eine braune Lederjacke, die sehr, also sehr, sehr, sehr glänzt. Die ist von in Kollabo von Ivy Park und Adidas. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt oder nicht. Auf jeden Fall, die Kollabo ist recht frisch. Ich denke mal, dass sogar Beyoncé da irgendwas zu tun hat. Und dazu trägt er halt noch eine große Casal Brille, durchsichtig. Ich finde diese Brille, durch diese Brille sieht man noch mehr sein Gesicht und das, also sein Gesicht kommt mehr im Vordergrund und das knallt halt mehr wegen dem Outfit so.
Seine Accessoires sind zwei Kreuzohrringe, Ice Out, wenn man so sieht. Ja, und eine Ice Out Kette, aber ich weiß es nicht, in was für eine Form das ist. I don't know. Ja. Und dazu trägt er noch silberne Grills. Ja, das muss so. Auf jeden Fall, sehr schlichtes Outfit. Also ist es nicht jetzt, wo man sagen kann, wow, okay, damn, das knallt. Aber ich sag euch ehrlich, für so ein schlichtes Outfit hat er gut gemacht. Und das war echt nur die Hälfte sie, das ist alles so, das schon Sache, krass. Das ist die Sache, so. Schon krass dafür, ehrlich. Für die Hälfte, er hat fertig gemacht. What's happening, what's breaking. So Leute, das war's mit den zwei Outfits von heute. Es war jetzt nicht viel, aber das sind halt die Outfits, die uns inspirieren haben lassen heute. Könnt mal gerne kommentieren, wie ihr das so findet, wie ihr die genau. Outfits so fandet. Weil ich finde, das sind echt Goldfits auf jeden Fall. Das sind echt krasse Fits, die man auf der Straße nicht so sieht. Beziehungsweise nicht in Deutschland sieht. In anderen Ländern schon. Ja, deshalb. Also, bis am Ende des Videos auf jeden Fall. Lasst gerne ein Like da und ein Abo. Was ich noch kurz erwähnen wollte, Hernandez war heute zum ersten Mal im Video, beziehungsweise zum ersten Mal auf YouTube zu sehen. Er ist auch in der Bio verlinkt. Unten in der Beschreibung könnt ihr gerne auf Instagram abchecken, weil er auch einen sehr, sehr coolen Style hat. Unter anderem ist er auch DJ. Er macht sehr viele DJ-Sachen und einige Musik hat er auch rausgebracht. Könnt ihr da alles abchecken. Ja, nicht viel zu sagen. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.